Herzlich willkommen zu Call of Duty World War II und wir gehen rein in die Todesfabrik, Leute. Heute geht's in die Todesfabrik. Nach Aachen wird nichts mehr so sein, wie es war. Aber endlich haben wir in Deutschland Fuß gefasst. Das Tor zum Rhein ist offen und es gibt kein Zurück. Für keinen von uns. Na dann rein da, würde ich sagen, oder? Los geht's. Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht, Sir. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen, wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistungen. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche. Abmarschbereit. Ja, jawohl, Sir. Du bist so ungehorsam, weißt du, ich glaube, so... Drei Wochen sind vergangen. Ja. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Hey! Das ist toll! Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ich hol mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner, lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Ich bin im fünften Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann. Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Ich bin im fünften Monat und du bist schon seit 7 Monaten nicht da. Ich halte es nicht mehr aus. Oh. Davis hält eine Rede. Komm schon. Auf dem Weg. Eine Rede. Ja, eine Rede. Todesfabrik, 14. November 1944. Ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal. Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Ja, das war eine Ansage. Die Pflicht zuerst. Zurück ans Werk. Amen, jawohl. Bruder. Ausrücken in 5. Hürtgenwald übrigens oben in der Eifel, ne? Wisst ihr Bescheid. Kann man sich angucken. Hey Daniels, kannst du mir einen Gefallen tun und Willis was zu essen bringen? Er bewacht die Umgebung. Wie soll ich dem was zu essen bringen? Kann der nicht selber herkommen? Warum muss ich dem jetzt... Mache ich. Vielen Dank. Er bewacht das Tal. Er bewacht das Tal. Aha. Ja, dann. Auf geht's. Tausende von Minen haben die platziert. Alter Schwede. Hier, wollt ihr was zu essen haben? Habe ich gerade geschenkt bekommen. Captain Nielsen. Gesundheit. Schaut ihr das an. Ist ja der Waffenhändler der örtliche? Geben Sie mir einfach, was Sie haben. Verstanden, Sergeant. Wir zählen auf Sie. Was willst du? Wer zählt auf mich? Achso, der Typ, der das Essen... Achso. Guten Morgen, Sir. Haut dir das an. Guten Morgen. 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 Wo muss ich denn hin? Ach, hier. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Webbylein. Ja. Hallo. So, hier, für dich. Ein Gruß aus der Küche. Nur das Beste, was? Ja. Danke, Kumpel. Wie sieht's aus? Sieh doch selbst. Ja, sieht doch gut aus. Diese Kanonen lassen nicht nach. Das hört nicht auf. Ich habe gehört, ihr greift sie heute an. Das ist der Plan. Ja, aber muss das jetzt sein? Kann ich nicht einfach hier im Hürtgenwald bleiben und... Viel Glück da draußen. Danke. Übrigens da, wo ich nebenbei sende, mit Dani zusammen, die alle 3 Monate mal, der Sender läuft auch im Hürtgenwald, ne? Nur mal so, als kleine Randnotiz. So, sammeln Sie sich bei Turner. Jetzt muss ich wieder zurücklatschen oder was? Ich bin doch einmal hier.
Junge, Junge, Junge. Ja, doch, ich komm doch, Junge. Ich kann nicht einmal gucken, was hier so los ist. So, Turner. Okay, unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Zuerst stoßen wir zum zweiten Platoon am Fluss, dann rücken wir aus. Tschüss. Welche Art von Widerstand erwartet uns? Viel Glück und Sellerie, wie der Franzose sagt. Wir helfen ihm bei der Sicherung. Was ist denn mit ihm eigentlich los? Sag mal, du, hast du irgendwelche Mittel geschnupft? Hm? Was ist denn mit dir, Junge? So. Der ist ja easy entspannt da oben, ne? Der hat irgendwelche Gräser geraucht. Aber der hier? Den an? Ja. So, was steht hier? Frontline. 500 yards ahead. Schön. Ich mache meine ganzen Stiefel dreckig. So, ich bin da. Da sitzt schon der Feind. Ach nee. Ist das schön, hm? Willst du an so einem schönen, wunderschönen Tag in Krieg ziehen? Da willst du einfach im Wald sitzen und in die Bäume starren. Hier bleibt. Wer denn? Hat den größten gepanzerten Konvoi zusammengestellt, den es je gab. Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Es ist immer noch eine lange Fahrt. Nee, wir hatten Tigerpanzer, wir brauchen uns da nicht in die Hose machen. Aber gut. Und hopp. So. Stay on road. Ja, ja, Todesfabrik. Oh, jetzt wird's aber neblig. Was ist denn jetzt? Eben habe ich noch vom schönen Wetter geredet und jetzt? Nicht gut. Hey, Sas, ja. Macht die Kälte deiner alten Wunde zu schaffen? Nö, nee, wahrscheinlich. Jetzt, wo du sagst. Was ist denn das hier? Eine Feldküche? Oh. Kann meine Oma machen. Was für eine schöne Vorstellung. Das sieht nicht gut aus, Jungs. Das sieht nicht gut aus. Oh. Sehr schön. Gut, weitermachen. Oh oh. Alle Mann zu mir! Jawohl. Max, wie kommen Sie zurecht? Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, erstes Platoon, helfen wir diesen Jungs. Vorrücken, die Front zurück. Verteidigung einrichten. Jawohl, mache ich. Zur Brücke vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Sag Bescheid, wenn du Bewegung siehst, ja? Ich verteile dabei ein paar Minen. Zack. 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 Gibt's hier noch ein paar für mich hier, ne? Moment, lass mich doch noch ein paar Minen hier. Ich muss halt auch aufpassen, dass ich da jetzt nicht selber reinrenne, ne? Verteidigen Sie die Brücke. Kann ich nochmal Minen nachfassen, bitte? Danke. So. Das ist immer eiskalt, weißt du? Wir machen ja alles voller Minen. Das ist mir scheiße, ja. Wir haben ja anscheinend unbegrenzt. Krauts, komm durch den Nebel! Was, jetzt schon? Ich bin doch gar nicht fertig. Oh, da kommen sie schon. Upsi. Upsi. Was ist denn das für eine scheiß Knarre hier? Oh, au. Ich hau lieber ab hier. Jungs, geht weg. Das war einer von mir. Entschuldigung. Schieß doch, Junge. Schieß doch. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Warte, was ist das? Verbirgt seine Bewegungen. Ja, und was soll ich denn jetzt machen? Oh, oh. Rückzugsposition. Jawohl, Sir. Ich würde ja gern. Komm auch, mein Freund. Ich hab dich.
Komm hoch, Junge. Komm, komm, komm. Nein, ich hab dich doch nicht. Ich muss abhauen. Leider muss ich abhauen. Es tut mir leid. Habe ich keine Granaten? Boah. Werfe eine Granate! Rücke vor! Granate! Na. Wer hat denn jetzt schon wieder? Die sind doch nur am Schreien hier. Oh, das war einer von uns, oder? Nee. Doch. Ich habe keine Splittergranaten mehr. Na toll. Verstören Sie den Panzer. Wieden. Ja, hier, gib mir mal bitte Munition. Ich brauche Munition, Lieutenant. Wo ist denn der Raketenwerfer? Da hinten. Der ist natürlich mitten auf der Brücke. Ne? Das ist vollkommen klar. Was ist das Scheißding? Hier. Ja, damit. So, wo ist der scheiß Panzer? Ich gehe mal lieber weg hier. Nochmal? Nein. Ich brauche den. Hä? Jetzt. Ja. Wieso hatten das Ding immer nur einen Schuss? Was ist das für ein Quatsch? Ja, jetzt habe ich keinen mehr. Ach, hier vorne. Der Panzer ist zerstört. Jawohl, habe ich. Jetzt schon. Okay. Verbandkasten, Daniels. Gute Arbeit, Daniels. Erstes Platoon zu mir. Wir kommen, Sir. Sir, ja, Sir. Sammeln sich bei Turner. Hier rüber. Wer schreit denn hier rum, Junge? So, ich brauch's mal Munition, ja? Alle Mann zu mir. Jawohl. Wir teilen uns in zwei Teams auf. Pearson, Sie gehen nach Norden über die Brücke zum Hügel. Ich folge dem Fluss mit einem Trupp, um Ihnen Deckung zu geben. Treffpunkt ist am Fuß von Hügel 493. Recht so. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Ja, du auch. Okay. Folgen Sie dem Trupp. Jawohl. Hoffentlich war es eine gute Idee, uns aufzuteilen. Na klar. Du, ich brauche Muni. Bleib doch mal stehen, Junge. Oh. Captain, irgendwas. Komm mal her. Wie weit ist es bis zum Sammelpunkt, Sir? Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 493. Wir müssen nur dem Fluss folgen. Jetzt. Komm her. Ja, die mumpeln. Danke. So, jetzt brauche ich nur noch Munition, Leute. Ich habe nur noch... Naja, es geht. Ich bin ein bisschen nass an den Füßen. Was ist denn hier los? Unten bleiben. Da. Wir müssen sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Wie, sie dürfen uns nicht sehen? Ich will Granaten werfen. Halten Sie den Mörsertrupp aus. Ja. Wie soll ich das machen? Wenn jetzt unten bleiben. Okay. Naja. Granate! Werfe eine Granate! Werfe Granate! Feuer! Die Ein-Mann-Armee, weißt du? Achso. Da ist mein Munimann. Ja, damit. Danke. Keine Granaten mehr, verdammt. Können wir nochmal über Granaten reden? Ich würde auch gerne. Ich werfe eine Rauchgranate. Pass auf. Oh. Wo? Oh. Irgendwo da drüben. Da. Oh.
Bist du einer von uns? Ja. Ach nee. Das kann ich auch. Ich sehe überhaupt nicht mehr durch, wo hier einer ist. Da. Oh. Achso. Gibt's hier keine Munition für mich? Da. Nice, eine Granate! Vier, Leute, vier. Komm hier. N. Oh, Scheiße! Was war das? Wir wurden gesichtet. Na los! Ich brauche immer noch. Die hören einfach. Boah. Haben denn die Regen angesagt? Den Hügel rauf! Ja doch! Was ist denn mit dir? Komm, steh auf! Alter Vater! Au! Brauche ich dann doch ein bisschen... Mein Kopf ist das, oder? Au! Mir wird schwindlig. Steh auf, Red. Jawohl. Ich kenne dich besser als sonst jemand. Daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Hall? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf. Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaub an dich, kleiner Bruder. Paul. Da war die Synchronstimme Paul. Jetzt nicht so teuer. Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Natürlich. Steh auf, Junge. Komm. Hoch mit dir. Oh, das ist nicht gut. Briggs. Gott. Da hab's die Horden doch aus dem Hals. Jetzt habe ich nur noch die Pistole, ja? Leute. Ich muss den Sammelpunkt finden. Auf jeden Fall. Ich hätte aber auch gerne Waffe. Was ist das hier? Oh, da baumelt einer. Der hängt ab. Oh mein Gott. Naja, immerhin ein bisschen medizinisches Gut. Finden Sie den Trupp. Oh. Im Wald und auf der Heide. Oh, Scheiße! Entschuldigung. Bleib im Verborgenen, um nicht entdeckt zu werden. Okay. Bin sehr verborgen. Oh. Ist hier rüber, oder? Nein, hier ist niemand. Ja, du hast da eine Knarre für mich, oder? Ah. Danke. Mehr wollte ich gar... Hoffentlich waren das alle von ihnen. Ja, ich hoffe es auch. Ich habe nämlich nur noch 9 Schuss.
Eieieiei. Im nebeligen Hürtchenwald ist um diese Jahreszeit recht kalt. Ta ta ta. Die Dinger kann man übrigens heute noch angucken im Hürtchenwald, wollte ich euch mal sagen. Ne? Die sind da. Was ist da los? Hallo? Nein. Was macht der da? Dem ist auch kalt, siehst du? Da ist auch einer. Hallo. Ibims. Kann man sich an den ranschleichen und den umbringen? Lautloser Tod, Leute. Nein, hier ist niemand. Oh, oh. Ich habe keine Munition. Ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg.de. Ja? Hat mich einer gerufen? Ich sehe ja gar nicht mehr durch. Genau, schieß auf die. Los, du hast ein Maschinengewehr. Schieß, schieß, Junge, schieß. Da kommt noch einer. Schieß. Danke. Ja, ja, auf jeden Fall. Verstanden, Sir. Oh, was ein Stress. Hallo, hallo. Ich habe eine Pistole. Öffnen Sie die Tür. Ich gebe Deckung. Ich habe keine Munition. Turner, hast du Munition zufällig? Muss ich ja mit der Pistole. Oh. Psst. Hallo? Kommst du mit? Achso, du rennst vorne weg. Ja, dann lauf, lauf. Dann weiß ich zumindest, wo der Feind ist. Junge, Junge. Sieht so runtergekommen aus, um Schutz zu bieten. Wurde vermutlich aufgegeben. Ob sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Nee, ich brauche nur Waffen. Hast du eine? Nö. Ist das hier? Ich suche nach Vorräten. Ja, bitte. Hier ist aber so dunkel. Oh, da war was. Da. Na, immerhin Granaten habe ich. Immerhin. Guck, ach so. Haben Sie da draußen unsere Jungs gesehen? Nein, Sir. Hoffentlich haben Sie es bis zum Sammelpunkt geschafft. Hören Sie. Wasser. Der Fluss muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, unsere Jungs haben Schutz vor der Artillerie gefunden. Wir werden Ihnen helfen. Keine Aber Sorge. Aber das ist doch Turner hier, der Munitionsmann, oder? Turner, gib mir jetzt Munition. Wir müssen ihm nur zum Sammelpunkt folgen. Und dann diese Kanonen zum Schweigen bringen. Ja, Mann. Oh, das klare Wasser des Hörtchenwalds. So, das ist schlecht. Scharfschütze. Oh. Bist so ein scharfer Schütze, Alter. Auslocken. Unten bleiben. Eliminieren Sie den Scharfschützen. Ich habe irgendwie... Habe ich eine ganz eine zitterige Hand? Hey. Kopf runter. Oh. Oh, gut. Oh, Gott. Oh, ja. Hey. Ist da noch einer? Nö, das ist nur einer. Na, vorsorglich. Und wer hätte es gedacht, liegt hier ein Verbandszeug. Er hat einen von uns. Pflanzen überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Was? Dann geh vor. So hilft mir doch jemand! Geh doch helfen! Bitte hilf mir! Werfe Rauchgranate! Gute Idee! So, weiter geht's. Ich kann nicht gehen! Ja, das wissen wir doch. Jetzt macht man nicht so einen Lärm. Ich kann nicht gehen! Hä? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Wo bist du denn? Da. Durchhalten.
Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Werfe eine Rauchgranate! Ja, ich bin doch schon da, du Knaller. Das wird schon wieder. Wir sind nur nicht wohin mit dir. Holt mich hier raus. Dahin. Versuchen wir ihn von hier aus zu überraschen. Ja, machen wir halte sofort. Durch, Kumpel. Hier bist du sicher. Du, brauchst du deine Knarre noch? Könnt ja die Knarre hier brauchen. Keiner hört auf mich. Warte mal. Connor war bereit mit Munition. Er ist nicht allein. Du bist nicht allein. Ich könnte Munition gebrauchen, Sir. Das ist für Sie, Private. Danke, Sir. Oh. Da, pass auf, neben dir. So. Du Depp. Granate geworfen. Oh. Was? Er schießt immer noch. Kuckuck. Da, nimm mal. Damit. Danke. Oh. Du, dich doch mal. Warte, jetzt gehen wir, aber jetzt gehen wir auch in die Vollen hier. Der hat auch eine MP44 gehabt, ne? Ja. Der Typ schießt immer noch, ne? Der Volldepp. Ja, wir sind gleich da, warte. Warte, Kollege. Bin schon fast bei dir. Da hoch? Ne. Da oben schießt der rum, ne? Werfe eine Granate! Hm. Hat wohl nicht gefruchtet. Jetzt aber. Kuckuck. Hab ihn! Arbeit, Daniels. Rücken aus, zu mir. Bewegung. Ekelhaft. So. Das wäre dann wohl der offizielle Weg gewesen, oder? Hier muss ja der Zermanschte jetzt irgendwo rumliegen. Ja. Den hat so zerfetzt, den Typen. Okay. Sehr schön. Na gut. Mission erfolgreich, würde ich sagen. Warte mal, kann ich nicht... Brauche ich kein Scharfschützengewehr, oder? Brauche ich eins? Nee, ne? Nee. Könnte aber vorgehen. Kann man nicht die andere Waffe auch gleich wieder reintauschen? Ja, genau. So, jetzt haben wir die und die. So, wo soll ich hin? Sammelpunkt. Okay. Sammelpunkt, Sammelpunkt. Ach so, du stehst hier so komisch rum. Ich gehe davon aus, ich muss ja lang, oder? Aber hier war ich doch schon. Das kenne ich doch schon. Ne? Schwupp. Will der mich verkackscheißern? Da, 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 da. Komm. Keine Ahnung. Er wird schon wissen, was er will. Oh, was ist das? Munition. Okay. Bup, 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 bup. Und da ist einer von uns. Ist einer von uns. Guten Tag. Schüsse. Unsere Jungs müssen in der Nähe sein. Bewegung. Bei den Sandsäcken. Sind das unsere? Bewegung voraus! Er feine Granate! Hey, hey, geh mal aus dem Schussfeld! Der Erbsenkopf! Verstanden, Sir! Nehmen Sie die Mühle ein. Mühle, Mühle, Mühle! Granate! Werfe Granate!
So, ich gehe da mal runter, ne? Munition, Junge, gib mir Munition. Danke. So. Hui. Mama. Hör auf damit. Sie sind verletzt. Ja, ein bisschen mehr als das. Habe ich noch eine? Nö. Ist aber. Okay. Granate geworfen! Da kommst du nicht durch. Weil wegen ist nicht. Nein, jetzt nicht. Ja, Munition, komm her. Ich brauche Munition, Lieutenant. Das ist für Sie, Private. Danke. Hey. Oh. Kann ich gebrauchen. Was? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Mietsche in der Nähe. Hey. Das ist da drüben, naja. Okay, ich muss da irgendwie rüberkommen. Was ist denn das? Automatische Schrotflinte? Nee, lieber nicht. Boah, Alter. Werfe Granate! Depp. Keine Granatskis mehr. Mal reinkommen. Du zuerst. Hey. Willst du mich aber jetzt nochmal, ne, überraschen? Und so ist dich. Na, geh mal hoch. Komm. Geronimo. Da ist noch ein Scharfschützengewehr. Oh, Entschuldigung. Ich geh mal da hin, ich hab da was hingelegt. Das war der letzte von Ihnen. Gut gemacht, Daniels. An der Brücke sammeln, Männer. Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt. Wenn Pearson hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor. Bin auf dem Weg, Sir. Die müssen aber auch immer alle schreien, ne? Ja, 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 ja. So, erledigt, Jungs. Feierabend für heute, oder? Das will ich haben. So. 100 Schuss ist auch okay. Dann müssen wir... Wo müssen wir denn hin? Guten Tag. Oh. Auf sie schießen, sagt er. Weißt du, ich wollte eigentlich Kaffee trinken jetzt mit denen. Auf sie schießen. Na, immerhin. Au. Sag mal.
Granate geworfen! Moment. Oh, oh. Alter Vater. Bleib stehen. Werden wir jetzt überrannt? Ja, geht mal runter. Ich bin ja der Scharfschütze. Eine Munition. Mist. Die ziehen sich zurück? Wir haben sie zurückgeschlagen. Ach so. Wir warten auf vier. Also manchmal, ne? Manchmal ist es schon gut. So, sagen wir her, ja. Wo ist der nächste? Jetzt müsste doch die ganze verkackte Meute bald ankommen, oder? Wo ist der andere Typ da? Wie beim Tontauben schießen hier. Oh, Granate. Keine Munition, keine Munition. Komm her. Komm her. Ich brauche mehr Munition, Sir. Das ist für Sie, Private. Danke. Sie sind ungeschützt. Bewegung, Bewegung. Autschen, sag mal. Wir haben sie zurückgeschlagen. Ja, siehst du mal, wie gut wir sind. Nee, ich warte jetzt. Nee. Beim letzten Mal, als ich zu dir gekommen bin, bin ich in die Luft geflogen. Ich warte jetzt hier. Und schau mir das schöne Wasser an. So. Fertig? Dörner. Du willst mich doch verarschen. Na gut. Irgendwo hier war es doch. Ah. Dörner. Guten Tag. Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Vielleicht. Er hat nicht genug Männer. Das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Skiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich habe da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot in der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kasserine ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn es dich interessiert? Nee. Weiß ich nicht. Was interessiert mich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne den nicht. Unsere Mission lautet, die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. Ja. Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen. Der Trupp ist ihm egal. Zwischen Turner und Pearson zieht ein Sturm auf und es wird immer schlimmer. Oh, und was nicht schlimmer ist, hinterlasst bitte ein Däumchen nach oben, das wäre ein Träumchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh, Call of Duty World War 2. Tschüss.